So, Dreddys, was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Laso an. Jam Bro kauft Villa in Marokko und wir wurden eingeladen. Roomtour. Ich küsse eure Herzen, kommt gerne in den Stream. Erster Link im Bio. Moja, by the way, Dankeschön für den zweiten Monat. Ich liebe dich, Dankeschön. Uns eine neue Villa gekauft mit bisschen Kleingeld, weißt du, was ich meine? Es fängt an mit diesem Tor hier, das ist. Ey, der Laso, der hat so einen Humor. Also jetzt, Dreddys, wer keinen Humor hat, bitte wegschalten. Der Bre, der hat Der einen Schaden. Eingang, zack. Und hier haben wir auch schon direkt einen Garten mit Palmen und hier Blumens. Das ist unsere Villa. Die Villa wurde konstruiert von dem bekannten kurdischen Architekt Isaac Newton. 1 Million Isaac Quadratmeter. Newton! Wir gehen jetzt rein und dann zeige ich euch genauer, was da alles. Alle ist Isaac Newton Kurde gewesen? Drin ist. So, hier geht mal rein. Das ist der Moja, Eingang. danke. Yo, I'm from MTV Cribs. Please open the door. Let's go. Oh, was haben wir hier? Das hier ist der Flur. Und hier rechts neben. Boah, diese Schnitte, dieser arabische Stil. Bruder, ich feiere das so schön, Digga. Das ist so krass. Diese Schnitte, so wie die Wand geschnitten ist, das ist voll schön, Digga. Hier ist auch schon direkt die Küche. Hier mit Pringles, Lines, Seddles. Dann haben wir hier so Geschirr. Weißt du, was ich meine? Geschirr. Mikrowelle ist mit enthalten. Wasserkocher, weißt du, was ich meine? Ist nicht Kaffeemaschine? Ist genug Platz, weißt du? Oreos und Wasser. Hier, wir haben Burger, Buletten, Lines, Seddles. Hier kann man. Lions Sehers. Aufmachen. Also, was ich meine. Die Küche ist verbunden mit der Terrasse. Man kann hier Geil. raus. Ich zeige euch mal, wie es draußen aussieht. So, wow. Was ein Boah, sexy ja. Anblick, Junge. Pool, Bruderherz. Sonnenaufgang. Weißt du, was ich meine? Alter, Can. Grüße gehen raus an Can. Er ist gerade am Schlafen. Can ist so ein Hengst, Alter, was er hier alles angestellt hat. Auf diesem Sofa hier. Das kann ich nicht erwähnen. Da kann man sitzen, weißt du? Ja. Hier der Pool. Mal sehen. Okay. Pool ist angenehm. Wir gehen später mal schwimmen. Ein paar Bahnen. Hier mit Liegestühlen und so. Auf diesen Liegestühlen kann. Bruder, was würde ich alles dafür geben, 2 Wochen da zu sein, Adredis? 2 Wochen einfach da entspannen. Ich würde mir einen Laptop kaufen, damit ich da streamen kann. Ich bräuchte nur gutes Internet. Dann kann meine Tochter da spielen. Aber die muss ein bisschen älter sein. Ein bisschen, noch ein Jahr vielleicht. Dann einfach so eine Villa mieten. Das ist ja nicht mal teuer in Marokko. Was denkt ihr, wie viel kostet dieses Haus für 2 Wochen? Das ist nicht so teuer, Bruder, ja? Was denkt ihr, wie viel kostet das? Oh, ich denke nicht 1000. 1000 ist schon viel, Alter. Ich denke mal vielleicht so für 2 Wochen. Ich würde sagen zwischen 500 bis 700 Euro. Sowas in diesem Dreh. Ja, das war die Terrasse. Ich würde sagen, wir checken die anderen Zimmer ab. Wir gehen jetzt wieder rein. Also wie ich euch vorhin gezeigt habe, da hat man Zugang zur Küche. Und hier ist es ganz besonders, denn hier hat man nämlich Zugang zum Wohnzimmer. Das hier, meine Damen und Herren, ist das Wohnzimmer. Weißt du, was ich meine? Hast noch ein Sofa? Ich schlafe übrigens auf der Couch. Ihr fragt euch, warum? Kann ich euch gerne sagen. Die Betten in den Schlafzimmern sind hart wie Stein. Das Sofa ist sehr, sehr weich. Ich entschuldige mich an der Stelle für die Sauerei. Das waren meine Freunde, die haben... Ja, aber es ist allgemein so. In Tunesien, die Betten sind auch immer hart. Ich habe irgendwie das Gefühl, die lieben harte Matratzen bei uns im Ausland, Digga. Aber kennt ihr das? Die Matratzen sind irgendwie immer so hart, Cousin, alle. Eine Menge Kinderjoy gegessen. Meine Mutter liebt auch harte Matratzen. Walla, sie liebt das. Ich weiß nicht warum, Alter. Oreos und Pringles. Lines, Seddles. Wir haben Fernseher. Abends kann man Netflix schauen. Hier sind Hockers. Ja, die sagen wegen Rücken. Dreddys, es gibt ja auch Ding. Ich war mit meiner Mutter, ich habe dir eine Matratze gekauft und es gibt verschiedene Härte. Das heißt H4 oder H3, H2. Und meine Mutter hat zu denen gesagt, ich will H-Stein. Härte, H-Stein will sie haben. Die sagt, wegen Rücken, sonst meine Wirbelsäule, die wird schief. Ich will ein Stein, ein Brett, H-Holz, H für Holz. Ich will... Das ist so, die wollen so, Bruder. Ich weiß nicht, warum, Alter. Kann man sich hinhocken. Hockers, weißt du, wie ich meine? Das ist unser Esstisch. Hier essen wir gemeinsam. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier, aber wir haben nicht einmal zusammen auf diesem Tisch hier gegessen. Oh, Amir, guten Morgen. Bist du schon wach? Guten Morgen. Wie geht's dir? Im Schlafen habe ich einfach mal... Oh, la King Nuri, Bruder. Scheiße, Mann. Aber das war doch brandneu. Ja, Mann. Ja, leck mich, Alter. Leck mein Eier. Ich gehe jetzt erstmal Can wecken. Guten Morgen, aufstehen. Wir müssen fahren. Bruder, ich nehme diese halbe Stunde mit, bitte. Lass mich in Ruhe. Darfst du aufstehen? Kannst du aufstehen? Darf man das? Bruder, bitte.
Kannst du aufstehen? Oder Gemmo. Ich will schlafen. Darfst du aufstehen? Kann man aufstehen? Darf man das? Darf man? Ah, Minister, wenn ich mit Lase in Urlaub gehe, wenn ich von dieser Urlaub zurückkomme, brauch ich nochmal Urlaub. Kann man aufstehen? Ist es erlaubt aufzustehen? Darf man? Kannst du mal aufstehen? Alter, der ist ja noch schlimmer als meine Mutter, als sie mich zur Schule geweckt hat, Digga. Darf man das? Das bringt nichts, halbe Stunde. Lase! Warte, das verfickte Licht aus! Ganz ehrlich, leck mich, Alter, Can. Leck mich, ey. Unorganisiert, Alter. Ich gehe ohne dich. Leck mich, Can, Alter. Ja, das Wohnzimmer habe ich euch jetzt gezeigt. Jetzt zeige ich euch mal das Schlafzimmer. Das hier, meine Damen und Herren, ist das Schlafzimmer. Diese Betten, meine Freunde. Ja, hört ihr? Hört ihr? Jarak. Ich kann noch. Schlafzimmer. Diese Betten, meine Freunde. Als ob er auf Holz klatscht. Richtig oder nicht? Bruder, das ist. Das ist hart. Wie Jarak. Ich kann normalerweise überall schlafen. Auch auf. Auch Couch, marokkanische Couch. Kennt ihr diese traditionelle marokkanische Couch? Bruder, da ist nichts mit draufspringen, gell? Du musst aufpassen, du brichst dir deinen Arm, Bruder. Das ist, Bruder, das ist marokkanische Couch ist hart, Bruder, ja. Walla, die sind hart, Bruder. Das, auch die Kissen sind hart, Bruder, ja. Es gibt so längliche Kissen, Dreddies. Die sind, also die sind so länglich, so Kreise. Die sind, Bruder, die sind hart, Bruder. Digga. Aber diese Betten sind noch ungemütlicher als der Boden. Verstehst du? Und deswegen schlafe ich auf der Couch. Es ist einfach nur unerträglich. Verstehst du? Hier haben wir noch Aussicht auf Palme. Ja, das war's mit dem Zimmer. Halt die Fresse! Oh, guten Morgen, Can. Mann, Alter. Ist echt gut gelaunt, Can. Das danke, Ika. Hast du geschlafen? Nein. Warum nicht? Weil die Betten schweinhart sind. Ja, das habe ich gerade auch erwähnt. Die Betten sind unerträglich, deswegen habe ich auf der Couch geschlafen. Ja, hier haben wir so eine Vase. Eine antike Vase. Bilder nimmst du da, zeig nach Hölmschuh das Haus auf. Das wollen doch die Menschen sehen. Nein, das wollen sie nicht sehen. Wer will eine scheiß Vase sehen? Das wollen die Menschen sehen, du hast keine Ahnung. Ich habe meine Vlogs ganz, ganz falsch aufgebaut, sag's ehrlich. Wenn du auch nur ein bisschen Hirn hättest, würdest du die genau wie ich machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Zurück zur Vase. Die ist aus der Antike, aus irgendwas Wichtiges, was sie im Herzen hat. Verstehst du? Ich gehe mal aufs Dach, mal sehen, was es da so gibt. Die Treppe hier führt uns hoch aufs Dach. Schaut euch das oh an. Oh mein Gott, guck mal. Das werden jetzt Leute aus Türkei, Albanien, Tunesien, Marokko, Algerien, die werden das so fühlen. Bruder, in Tunesien, jedes Dach, jedes Haus hat ein Dach. Und wenn es mal im Sommer richtig heiß ist, die Leute schlafen einfach auf dem Dach, Dreddies. Das ist die schönste Kindheitserinnerung, die ich habe, Digga. Mein Onkel hat so ein großes Haus und er hat so ein breites Dach. Und immer, wenn es im Sommer richtig heiß war, dann sind wir aufs Dach gegangen und haben auf dem Dach geschlafen. Digga, das war so Baba, unter Sternenhimmel, Digga. Richtig geil, Digga, richtig geil, Digga. Schaut euch das an. Oh, wow. Das ist das Dach, meine Damen und Herren. Schaut euch diese aus. Okay, da ist sauber. Bei uns war noch so Wäsche aufgehängt und so, Hühnerkäfig und so. Aber war eine lustige Zeit, ja, war richtig geil. Sieht mal an. Es sieht aus wie bei SS. Ohne Matratzen, doch, du hast Matratzen, aber so dünne. Die haben so dünne Matratzen, die einfach dann oben aufs Dach legen. Die kann man so ausklappen, weißt du? Das ist ein Screed. Verstehst du? Das sind die Nachbarsvillen und Nachbarshäuser hier. Hier mit Sonnenaufgang. Wunderbar. Dieser Anblick ist wunderbar. Eine 10 von 10. Hier haben wir sogar Solarplatten. Diese Sonne da sorgt dafür, dass wir Elektrizität haben im Haus. Aber wow, diese Solarplatte reicht nicht mal für Handy. Verstehst du, was ich meine? Das war's mit dem Dach. Ich habe auf das Frühstück verzichtet, um euch diese Villa hier zu zeigen. Guck dir mal, die Ameise hasselt für seine Familie. Guck mal, er schiebt und schiebt und schiebt. Schwör, wollte ich auch gerade sagen. Subhanallah, Bruder. Jeder hat Versorgung, Bruder. Jede Lebewesen bekommt seine Versorgung, Bruder. Ja, das stimmt. Faisal, Gensho, du. Junge, Junge, komm, komm. Alter, Maschine, Junge. Ich werde jetzt auch gleich in den Pool springen, hab meine Spongy-Bar-Dose angezogen. Wir haben eigentlich Brot gekauft, aber das Brot war verschimmelt. Jetzt müssen wir Burger ohne Brot essen. Geht schön. So sieht das Brot aus. Komplett verschimmelt, Junge. Die wurden frisch von einem 5-Sterne-Koch gemacht. Schau dir dieses Prachtwerk mal an. Probieren wir das Ganze mal. Ey, ihr wisst, dass mir einmal das passiert ist, gell? Ich habe verschimmeltes Brot gegessen. Nicht mal, guck mal, das Brot war nicht mal verschimmelt. Dreddies, ich habe euch die Story schon erzählt einmal, aber ich muss sie einfach noch mal erzählen, weil ich einfach Kotzanfall gerade bekommen habe. Ich war unterwegs. Abends, ich habe telefoniert, ich gehe in so einen Kiosk rein, ich hole mir so ein Sandwich mit Eier, Mayonnaise und Thunfisch. Das war, kennt ihr diese Tankstellen-Sandwiches? Die sind so dreieckig geschnitten in so einer Plastikbehälterbox. Du ziehst diese Plastik ab, dann du holst diese Dreieckstoasts raus. So, für 2-3 Euro.
Ich hole sie, ich telefoniere, ich esse. Ich laufe nach Hause. Ich komme zu Hause auf. Ich habe erstes schon fertig. Ich esse gerade das zweite. Irgendwann, ich bin am Telefon. Irgendwann, das Brot fällt mir runter auf Boden. Okay, so ein Stückchen noch. Ein Viertel von der Hälfte, die noch übrig geblieben ist, fällt mir runter. Das Ding geht in zwei Seiten auf, gell? Dieser ganze Thunfisch, Käse, Mayonnaise, was auch immer drinne war, war grün, verschimmelt. Bruder, es hatte Warzen gehabt. Dieser Thunfisch hatte Warzen gehabt. Dieses Ei hatte Warzen gehabt. Grün, verschimmelt. Ich habe mir direkt meine Finger an den Hals gesteckt, Bruder. Es war so ekelhaft. Und ich bin sogar zurückgegangen, ich habe Stress gemacht und so weiter. Aber die sagen, wir können nichts dafür, weil das Verfallsdatum war nicht abgelaufen. Es war nicht abgelaufen, Bruder. Das war irgendeine Produktion, haben die irgendwelche reingekackt, Digga. Richtig ekelhaft. Ein 10 von 10. Was hast du? Minus 7 von 10. Das hier kommt knapp an MC Donalds ran. Findest du? Ganz knapp, oder? Ist nicht wie Burger King. MC Donald. Oh. MC Donald. Also er hat 10 von 10 gesagt, ja? Ja. Ja, ehrlich. Ich hab minus 7 von 10 gesagt. 11 von 10. Lions Hedels. Wir sind hier für Can seine Foodtour und gebt euch mal einfach neben dem Burgerladen, wo wir jetzt hingehen wollen, ist ein Golfplatz. Wir waren jetzt bei diesem Burgerladen hier, das seht ihr bei Can seiner Foodtour. Also ich will nicht spoilern, ich halt einfach meinen Maul. Echt? Die Soßen sind von Heinz, weißt du, ich meine? Ich hab noch nie in meinem Leben Heinz gesehen, ey. Echt? So wie die Burger geschmeckt haben, sind von Heinz, weißt du, ich meine? Oh, Lazo hat voll die schöne Augenfarbe, Digga, ja? Ich hab noch nie in meinem Leben... Halle hat voll die schöne Augenfarbe, ja? Sieht voll schön aus, Digga. ...im Heinz gesehen, ey. Echt? So wie die Burger geschmeckt haben, das könnt ihr bei Can abchecken, aber was ich auf jeden Fall bewerten kann, ist hier der Coleslaw. Ist eine 10 von 10. Echt? Ich hab auch noch ein bisschen. Echt? Wir befinden uns gerade mitten im Bazar, im Zentrum Marrakesch. Das Problem an Marrakesch ist, hier kommt jede Sekunde jemand. Mashallah, am Ende morgen seine Augen fallen aus. Der uns was andrehen möchte oder verkaufen möchte und das nervt. Ich hab keinen Sauerkraut, kann das mal auch gar nicht. Wow. Dreddys, wenn ein Händler zu euch kommt, mit so einem Dialekt, mit so einer Aussprache und mit so einem Aussehen, kauft alles. Blind unterschreibt, wenn er euch Verträge hinlegt, unterschreibt die. Es passiert gar nichts, Dreddys. Alles gut. Wenn ihr morgen abgeholt werdet und dann wird euch gesagt, ja, sie haben gestern alle ihre Organe verkauft. Sie haben zweimal ihre Lunge verkauft und drei Herzen. Ich habe aber keine drei. Egal, wir nehmen von deiner Familie. Vertraut. Wenn ihr so einer kommt, unterschreibt alles, Dreddys. Guck mal, wie er auch kommt. Marrakesch. Das Problem an Marrakesch ist, hier kommt jede Sekunde jemand, der uns was andrehen möchte oder verkaufen möchte und das nervt. Ich hab kein Sauerkraut, kann das mal auch gar nicht. Was sagt er, ich hab kein Sauerkraut? Kaufen möchte und das nervt. Ich hab kein Sauerkraut, kann das mal auch gar nicht. Ich hab kein Sauerkraut, das marokkanisch. Andrehen möchte oder verkaufen möchte und das nervt. Ich hab kein Sauerkraut, kann das mal auch gar nicht. Wow. Kein Schwein, Sachsen. Morgen. Ich hab kein Sauerkraut, ah, das ist marokkanisch. Ich hab kein Schweinehaxe. Das hat er gesagt. Ich bin mir 100% sicher. Der sagt, ich hab kein Sauerkraut, ah, das ist marokkanisch. Ich hab kein Schweinehaxe. Hör zu. Schiss, hier kommt jede Sekunde jemand, der uns was andrehen möchte oder verkaufen möchte und das nervt. Ich hab kein Sauerkraut, kann das marokkanisch. Wow. Kein Schwein, Sachsen. Morgen. Hör zu. Kein Sauerkraut, kann das marokkanisch. Wisst ihr, was noch witziger ist als das, was er sagt? Guck mal, sein Pulli ist von Louis Doktor, oder? Louis Couture, Louis Condon. Louis Condor, Condom oder Louis Doktor oder ich weiß nicht. Guckt euch mal sein Pulli an. Louis Condom. Undon. Baba, Digga. Wunton. Baba, Digga, Alter. Louis Wunton oder Wurtun. Geil, Digga, wallah geil. Ist 100% original, diese. Wow, kein Schweinsachsen. Kein Schweinsnachsen. Morgen, inshallah. Ein Mann, ein Wurf. Vielleicht, mal schauen, inshallah. Die nehmen einen auseinander, Bro. Die sind sehr penetrant. Die kleben an unseren Eiern, weißt du, was ich meine? Geld ist schön und gut. Jeder versucht, sein Geld zu verdienen. Aber klebt doch nicht an Eier, weißt du, was ich meine? Ja, das macht ganze Stimmung kaputt. Du musst direkt ekelhaft zu denen sein. Verpisch, du Hurensohn. Anders verstehen sie es nicht. Wirklich, Dreddys.
Bruder, stell dir mal vor, du läufst da mit deiner Familie und da läuft er euch die ganze Zeit hinterher und er sagt, kein Schweinehaxen. Das ist marokkanisch. Ich hab kein Sauerkraut. Nervt, Bruder, ja? Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Der ist korrekt. Hamoudi, wenn es der einzigste wäre, der dich anspricht, Bruder, Baba, der eine kommt, der sagt, ich hab kein Sauerkraut. Der andere kommt, bei mir beste Klamotten. Der andere kommt, meine Tochter, die 25 Euro. Der andere kommt, Bruder, das ist zu viel, Bruder. Irgendwann, du wirst plem plem in deinen Kopf, Cousin. Verdien dein Geld, aber kleb doch nicht an Eier. Ja. Gibt's aber Kelle-Patsche, was geht, Alter? Ah, man muss sagen, der Vibe ist geil. So, die Leute haben keinen Stock im Hintern. In Deutschland um diese Uhrzeit sind alle schon am Schlafen. Du Scheiße. Echt? Es ist gerade Freitag hier in Marokko und wir haben uns ein bisschen umgefragt, wo man Freitagsgebet beten kann. Und die beiden Herren führen uns jetzt dahin. Denkst du, die führen uns wirklich in die Moschee? Ich ja, denke schon. Natürlich. Nicht, dass sie uns zur Thai-Massage führen. Hallo? Ja, man weiß nie, weiß nicht mehr. Man weiß nie. Jamal Mubarak. Davor gehen wir noch was zum Trinken holen bei diesem Supermarkt hier, Minimarkt. Lass mal eine Flasche Wasser holen, Yasam. Ich bin durstig, ja. Check mal auch ein Wasser, Habibi. Danke, Choya. Dann probieren wir mal das Wasser in Marokko. Ja, kann man machen. Ist eine 10 von 10, kann man machen, muss man aber nicht. Echt? Alter, die haben hier verschiedene Chipsorten. Boah, ja, die Chips sind Baba. Diese Cheetos, aber auch marokkanische Cheetos. Ich weiß gar nicht, ob es die echten Cheetos sind. Die sind irgendwie auch alles. Irgendwie, guck mal, Fanta, Cola, egal was es ist. In Tunesien zum Beispiel, alles schmeckt anders. Alles. Es schmeckt nicht schlechter, es schmeckt sogar, ich finde es besser sogar. Tunesische Fanta, ist schwer, dass du da dran kommst, Bruder. Schwer. Ja, bin ich mal in Deutschland. Aber es ist halt irgendwie nicht das Gleiche, weißt du? Du denkst dir zum Beispiel, du holst da irgendwas, da steht Fanta drauf, aber du trinkst es was ganz anderes, Bruder. Das ist ein ganz anderes Getränk. Es hat mehr mit Mirinda zu tun in Deutschland als mit Fanta in Deutschland. Echt? Wir laufen auf der Straße herum. Da sind Männer, die geben uns so Visitenkarten für. Buga, natürlich Buga. Buga die helle und Buga die Buga dunkle. Ja, Massagen und sowas. Und Puffs sind offiziell. Natürlich, Dreddys, was denkst du denn? Was denkt? Natürlich, Cousin. Nicht erlaubt. Aber das kennt man in Deutschland nicht, weißt du? Aber so Fanta kennt man ja in Deutschland. In Marokko, das sind eher so Undercover-Puffs. So einen auf Massage. Aber es ist in Wirklichkeit so, man kann da knallen für Geld. Weißt du, was ich meine? Aber wir lehnen natürlich ab, weil wir wollen nicht an solchen Orten gehen. Da haben wir nichts zu suchen. Echt? Echt? Wir sind hier gerade bei Starbucks. Wir machen eine Kaffeepause. Steifen. Gehen mal zu Janabi und gucken, was er so treibt. Janabi, willst du irgendwas trinken? Nee, Bruder, danke schön. Ami hat gesagt, dass ich Faisal heiße. Deswegen haben die hier Faisal geschrieben mit Herz. Eigentlich heiße ich Laso, aber okay. Ich gar keine, ne? Warum, ne? Oder bist du das? Ich mag eigentlich keinen Kaffee. Ich dachte, da ist Eis drin, wortwörtlich Eiscreme. Und nicht Eiswürfel, Alter. Was ist nicht mit Eiswürfel? Echt? Echt? Wir sind hier wieder in diesem Bazar und die diskutieren die ganze... Voilà, Frappé von Starbucks schmeckt Baba. Ich sag euch ehrlich, ich liebe den. Wenn der nicht so teuer wäre, ich würde mir jeden Tag ein Frappé holen. Deine Ins! Da rum, ob die es kaufen wollen oder nicht. Oh, boah, der sieht... Ach, du... Dracula? يا وينك يا دراكولا يا ملحشاني امين تقيت يا دراكولا Die ganze Zeit herum, ob die es kaufen wollen oder nicht. Auf jeden Fall, ihm wollte ich euch zeigen. Sahab Dracula. Yani eigentlich, ich kenne ihn. Der sollte eigentlich bei Twilight mitmachen, aber der hat zu viel Joints geraucht am Set. Dann haben die ihm gesagt, Achi, heute bei uns Twilight, ich weiß nicht, aber vielleicht in Andrea, in Muschi, wir machen Twilight. Aber seid ehrlich, eins im Chat, Digga, der sieht schon vertrauenswürdig aus. Seid ehrlich, er sieht... Weißt du, das Problem ist, warum sieht er mir so ähnlich, Digga, Alter? Der sieht aus wie ich. Das könnte einfach ich sein, Digga. Krass. Islam ist Berber. Berber people. Okay, Brother, we make 500 now. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert, aber das sind Geschäfts-Business-Talks. We forget something. We are all Muslim, Brother, right? We make 500, we are brothers. 599? No. Er wird gerade live abgezogen von ihm. Give this to! Give this to! This off. Everything! Zieh dich aus! Das ist der Beginn einer Freundschaft! Echt? Bruder, weißt du, was ich bewundernswert finde? Die Verkäufer, die spielen dir so eine Freundschaft vor, Bruder.
bis du den Laden verlässt, Cousin. Nur um dir 3 Euro mehr aus deiner Tasche zu ziehen. Bruder, das ist krass, Bruder, ja? Hat er 500 Dirham bezahlt? Für 3 Labeyas? Oder für eine Labeya? Give this. We make 500, we are brothers. 599? No. 500 Dirham ist doch 50 Euro. Oder wie viel sind 500 Dirham? Das ist doch ein Fuvi. In Marokko ein Labeya oder auch 3 Labeya für 50 Euro? Wallah, wenn du Marokko in Moschee gehst, ein richtiger, du bist Marokkaner, Berbisch, irgendwo in Nador, du gehst in irgendeine Moschee rein, du kriegst ein Labeya für 5 Euro, Bruder, nicht mal, Bruder. Du kriegst ein Labeya für 4 Euro, Bruder. Das ist schon hart, Alter. Das ist schon hart, Alter. Ja, die sind in Marrakesch, ja, ja, ja. Das ist hart, Alter. Er wird gerade live abgezogen von ihm. Give this to! Give this to! This everything! Zieh dich aus! Das ist der Beginn einer Freundschaft! Echt? 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 Wir sind gerade in der Villa, die wir uns frisch gekauft haben, weißt du, was ich meine? Und wir schwimmen hier gerade ein paar Bahnen. Die Temperatur echt? Des Wassers ist angenehm. Oh, Steifen. Ich komme auch ins Wasser. Ihr habt hier Spaß ohne mich. Ich musste mich selbst einladen. Die sind einfach. Bruder, ich bin so ein Angsthase, wenn es um Wasser geht, gell? Ich gehe erstmal mit einem Fuß rein, dann mit dem zweiten Fuß rein. Auf einmal zitter ich am ganzen Körper. Dann bleibe ich stehen. Dann mache ich. Bruder, das ist. Ohne hart. Mich schwimmen gegangen. Stabil, Jungs. Ich kann nicht direkt ins Wasser, Digga. Danke an der Stelle. Sammy, machst du jetzt Klamotten-Shop? Ja, und ich werde auch Labeyas verkaufen. Gerne, mein Bruder. Nachts ist der Pool echt schön. So mit LED-Licht dann und sowas. Also, was ich meine. Und wie sehe ich aus mit der GoPro? Sieht aus wie Bob der Baumeister. Kannst du schwimmen? Natürlich. Natürlich, aber ich habe nicht so viel Kondition. Aus was bestehen die Flakes? Aus Korn, Bruder. Echt? Was machst du gerade? Ich mache mir gerade Cornflakes, denn Cornflakes ist gut für die Jarak-Muskulatur. Und was sind das für Cornflakes? Die Jarak-Cornflakes. So, ich mache mir jetzt auch Cornflakes, ganz ehrlich. Man gönnt sich doch sonst nichts im Leben. Ich mache euch jetzt ein kleines Cornflakes-Tutorial. Frische marokkanische Milch. Dann macht ihr die Milch auf in die Schüssel. Bruder, welcher Mensch zuerst Milch rein und danach Cornflakes? Trau mir, Bruder. So macht man Cornflakes. Bruder, ich wusste schon immer, dass ein Schaden ist, aber das war jetzt einer zu viel. Dann nimmt ihr die Cornflakes und macht die so rein. Ja, zu meinen Augen wird. Und jetzt habt ihr Cornflakes. Flakes, die aus Korn bestehen. Leinzerealien. Probieren wir mal. Mmh, die körnigen Flakes sind eine 10 von 10. Wer hat diese Cornflakes gekauft? Hast du diese Cornflakes gekauft? Ja. Danke dir, Bro. Du bist der Mann der Stunde, Can. Echt? So, das war's auch schon mit unserer Marokko-Reise. Hier, ich habe Koffer gepackt. Wir gehen heim. Was ich dazu noch sagen kann, war eine tolle Erfahrung hier in Marokko. Wir haben wahrscheinlich auch einige Zuschauer, die kommen aus Marokko. So, das Land ist cool. Die Leute sind chillig. Ich finde das Haus voll Baba, Digga. So Zuhause-Vibes, weißt du, was ich meine? Hast du noch irgendwelche letzten Worte zur Marokko-Reise, Amir? Bald machen wir schnellstmöglich wieder zusammen Urlaub, damit wir so Baba-Vlogs machen können. Das war's auch meinerseits. Echt? Echt? Okay, nice. Cooles Video von den Bres. Ich küsse deren Herzen. Wie viel kostet eine Labeya bei mir? Weiß ich noch nicht, Bruder. Aber bei uns ja auch anders. Wir müssen die Sachen importieren lassen und. Also wird schon ein bisschen mehr kosten als die in Marokko natürlich, weißt du?